Heute bin ich einer Seele begegnet. Einer sehr kleinen, sehr zerbrechlichen, einer eingesperrten Seele. Einer Seele, die durch die Gitter ihres Gefängnisses wie 1000 Lichter strahlte. Wie verständigt man sich mit jemandem, der so gefangen ist in der Finsternis und der Stille? Wie kann man mit ihr sprechen, ihr zuhören? Wie ist es, in totaler Finsternis und Stille zu leben? Und wie wollt sie das anstellen? Mit Zeichensprache. Aber sie ist blind. Ich schreibe die Zeichen in ihre Hand. Sie ist von Geburt an taub und blind. Vermutlich hat ihre Intelligenz darunter stark gelitten. Ein Messer. 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 Mutter Oberin! Sie zeigt das Wort Messer, Mutter Oberin. Und bei ihrer angegriffenen Gesundheit? Meine Lungenkrankheit wird mich sicher töten, aber bis dahin... Ich möchte meine Aufgabe hier auf Erden beenden. Sie sagt ihnen, dass sie glücklich ist. Und dass sie sie liebt. Ich bin so glücklich. Sie ist meine Freude. Sie ist die Tochter meiner Seele. Das Licht meines Lebens.